Und zwar geht es jetzt in erster Linie um die Schulung unserer Blocktechnik, um unseren Unterarmblock oder Uke. Wir sagen immer, wenn wir blocken, schließt die Faust, spannt den Unterarm an und blockt mit der kleinen Fingerseite. Es ist etwas einfacher, sich das zu merken, wenn man einen Tonfa in der Hand hat. Und dann automatisch den Teil, wo es mir nicht wehtut, dem Angriff entgegendreht. Der Wotan greift zunächst an mit horizontalen Schlägen zum Kopf. Unsere Aufgabe ist es, mit Unterarmblock oder Tonfa-Block auswärts oder Tonfa-Block einwärts diesen Angriff zu blocken. Doppelte Absicherung. Oder ich mache den Tiefblock und auch
falls der Angriff eine Tendenz hat, nach oben zu gehen. Oben. Dann möchte ich hier auch geschützt sein. Damit haben wir so ein Rundumschutzpaket. Also 1 und 2, 3 und 4 wären die Angriffe zum Körper, 5 der Stich zum Bauch und der von oben ist die Nummer 6. Die Reihenfolge jetzt bitte einmal. Also bei mir 1,